Hallihallo und grüezi aus der Schweiz. Schön, hast du bei mir eingeschaltet. Es ist Mai und die Temperaturen gehen schon an die 30 Grad. Deshalb machen wir einen frischen, sommerlichen Melonensalat. Was wir dazu brauchen, zeige ich euch jetzt. Wir brauchen eine Melone, ein Feta-Käse. Hier habe ich den Feta-Käse Light genommen, da ich den Magen-Bypass hier habe und so wenig Fett wie möglich essen sollte. Dazu Honig. Naja, der hat zwar ein bisschen viel Zucker drin, aber das darf man einmal machen. Und Salz. Ja, also dann fangen wir mal an. Was ich wieder vergessen habe, ist die Minze aus dem Garten. So, wir nehmen als erstes die Melone. Und wie ihr hier seht, ist hier mein Handy. Das stelle ich natürlich noch ein, damit ihr seht, wie toll ich das alles zusammenschnipsel. So, dann schneiden wir die Melone in Stücke. So, und wenn wir die Melonen klein geschnitten haben, ist klar, dass mein Hund kommt. Der riecht das schon. Komm her. Ja, komm. Komm hoch. Ja, komm. Ja, go. Ja, dann kommen wir jetzt zum Feta-Käse. Der ist hier. Der Light-Feta-Käse. Und den schneiden wir natürlich jetzt auch noch klein. So, das Brettchen wurde fachmännisch gewaschen und gesäubert und meine Hände auch. So, was wir jetzt tun ist, ich gehe Minze, frische Minze in den Garten holen. Ich bin gleich zurück. So, die Minze ist frisch aus dem Garten geholt, wie ihr gesehen habt. Und diese schneiden wir einfach ganz fein. So, zum nächsten kommen wir zum Dressing. Da es Melone ist und Feta-Käse und etwas Minze, machen wir ein Honig-Limetten, wo die Limetten auch immer sind. Meine Küchenfee geht sie holen. Schön unten durch. Ja, dann bereite ich mal das Ganze vor. Ich brauche hier noch Strom. So, ja. So, die Limetten sind unterwegs. Wir zaubern mal die Limette her. Hops. Hops. Mein Hund denkt, es ist ein Ball. Und die letzte. Ha. Die Limetten sind ja jetzt hier und da schneiden wir einfach die Schale weg. Das innere Fruchtfleisch kommt danach einfach in den Becher mit dem Honig, mit dem Salz. Dann wird alles püriert. Ja, viel Spaß beim Zuschauen. Von einer Limette lasse ich ein bisschen Schale dran. Das ist nämlich noch lecker in der Soße. Dann nehmen wir den Honig und ja, machen wir einfach mal genug rein. Dann der Pürierstab. Schauen, ob das Kabel reicht. Und dann wird mal lospüriert. Jetzt kommt noch ein bisschen Salz rein. Und wieder geht's los. Übrigens, wer Fruchtfleischstücke nicht mag, kann die Limetten einfach mit einer Presse auspressen. Aber ich finde, ich verwende immer das ganze Produkt. Aus den Schalen wird dann auch noch ein Kuchen gemacht, ein Limettenkuchen. Dann probieren wir mal, ob es schmeckt. Ja, ist gut, aber ich mache noch mal ein Stückchen
von der Schale rein. So. Jetzt ist perfekt. Ja, und dann leeren wir das Zeugs über den Salat. Danach wird das Ganze natürlich vermengt oder gemischt, wie man in der Schweiz sagt. Das ist wieder was für meinen Hund. Das auch. So, liebe Leute, wir versuchen jetzt mal, wie das Ganze schmeckt. Richtig erfrischend. Der kommt danach noch so eine Stunde in den Kühlschrank, damit das Ganze durchziehen kann. Und dann ist der frische, sommerliche Salat fertig. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Macht auch einen Daumen hoch. Falls ihr noch einen Tipp habt, was hier noch reinkommen könnte, schreibt es doch in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet und vielleicht ein Abo da lässt. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Sommerbeginn und wir sehen uns bald wieder. Liebe Grüße, QuerTV und tschüss. Haben wir gut gemacht, yeah!